Weiter geht's mit Enral. Jo, so. Damit laden. Die Erinnerungen des Elementaristen gewähren euch die Fähigkeit, Flammenwände zu beschwören, eure Gegner einzufrieren und Blitze zu entfesseln. Gegner einfrieren statt Sloan. Es ist sogar ausnahmsweise mal sinnvoll. Sich Talente im Kampf taktisch einzusetzen, vielleicht sogar dann kombinierbar. Achso. Warum ist denn hier regnerisches Wetter? Das war aber vorhin nicht, oder? So, was hatte ich beim letzten Mal gemacht? Genau, heute Morgen habe ich Jeros seinen Turm da erkundet und den Sonnentempel. Und wo soll ich hinrennen? 5 Millionen Questmarker. Okay. Verdammt. Was mache ich denn jetzt als erstes? Ich kann nicht dicht dran zoomen. Verdammt. So, was ist da unten? Die Höhle in der Königsbucht. Die ist ein bisschen weit weg von der Stadt, wenn man überlegt, wo die Quest eigentlich ist. Max schönen Blutes, versteckt vor Ark. Suchen. Der Schlüssel zum Banktresor. Ach so. Stimmt, Unterstadt. So. Ich finde es ja schön, dass die Karte hier unten drin ist. Aber da unten werden die Marker nicht angezeigt. Oh. Wieso kann ich nicht weiter ranzoomen? Verdammt. Gut. Questtexte. Oh, okay. Wellenzähmen war die Hauptquest. Tanz und Mahn, das war die Quest über für Jasper. Irgendwelche random Quests. Genau. Verstollene Novizen, Elian, Arkfin und bezeugen, in den Tempel zurückzukehren. Einzige Ort. Das ist das mit der Königsbruch in der Bibliothek. Medfass, genau. Rausfinden, warum die Galerie, genau. Die muss ich erstmal finden, die Dame. Wie hieß sie nochmal? Erika. Das war die Quest mit den 10.000 nerimäischen Goldtalern. Das werden wahrscheinlich 100 Goldtaler in Enderal sein. Die haben wahrscheinlich einen extrem beschissenen Wechselkurs. So, im Kontor nach Arbeit fragen. Kann ich rausnehmen, weil da muss ich erstmal hin. Gut, Drache ist sauer. Mhm. Galerie, die muss ich auch erstmal finden, die Tante. Naraldalf. Ich nenne ihn einfach Gandalf. Gandalf. Ja, komm. Das war der nämliche Troll. Warum sind 5 Hammervogeleier bitte Stufe 2 und einen Troll bekämpfen 2? Einer. Okay. Von mir aus. Kann man ja mal machen. So, beim letzten Mal konnte ich mich hier kein Stück umgucken, weil Jasper vorausgerannt ist. Arg, Kaserne, gehen wir erstmal da rein. Mal gucken, ob es da irgendwas gibt. Stimmt, und ich müsste ja irgendwann jetzt innerhalb der nächsten paar Ingame-Stunden 10 Lernpunkte haben. Verdammt, weil 10 Lernpunkte, das heißt 10 Bücher kann ich kaufen. Das heißt, ich kann schwere Rüstung extrem gut pushen. Weil ich ja gemerkt habe, ja, Fernkampf ist auch nicht so blöd. Aber ist halt Gauner und da gehe ich halt gar nicht drauf eigentlich. Wieder muss ich eigentlich Infiltrator. Ist ja nicht irgendwas mit Infiltrator. In, genau, naja gut, Schleichen. Und leichte Rüstung. Nee, leichte Rüstung ist Vagabund. Infiltrator. Also so ein Dieb hat's echt scheiße. Der hat keine großen artigen Kampfsachen hier. Genau, Handwerkskunst. Inventar, ich hab doch hier. Ja, die Buchsammlung. Ich suche sie gerade zu mir. Da, Bauplansammlung. Bauplan nehmen. Ich will einfach nur gucken. Da, Stufe 38. Krieg nur 4 Punkte Handwerk. Scheiße. Krieg ich noch irgendwo einen Punkt her, weil sonst muss ich noch ein Level up machen. Das sind aber auch nur noch, na ja, gut, noch 1000 XP, von daher. Also, kann ich eigentlich mit dir reden? So ist das eben. Wachtmeister Rufus. Okay. Ich mag deinen Namen. Hallo? Du bist jetzt schon mein bester Kumpel, weißt du es eigentlich? Du kannst ein guter Kumpel sein. es wird nicht so viele Leute geben, warum. Aber egal. Also es wird nicht so viele Leute geben, die wissen, warum. So. Ich mag Rufus. Rufus ist toll. Und jetzt ist auch noch ein Wachtmeister. Tür.
sind... Ja gut, die ist in den Topf eingepflanzt, das kann ich verstehen. Oh, ein Herold. Macht ein Herold. Hörst du bitte auf, die Leute zu wecken, wenn sie schlafen? Ich will einfach nur Taschendiebstahl. Ja, das brauche ich gar nicht versuchen. Bei der vielleicht? Hofschmieden. Bei der geht's, oder was? 50% zum Stehlen, Unsichtbarkeitstrank. Das gehe ich nicht. Das Problem ist nämlich, ich muss immer neu laden, weil egal was ich mache, die lassen mich ja in meinem Kopfgeld nicht mehr bezahlen. Das ist das Problem. Bauplan Langbogen, nee. Laterne. Bauplan was? Was zum Bauplan? Eisenschlachtachs, nee. Handmeißel, Säge, haben die ja nicht irgendwas sonst nützliches mal in den Kisten? Irgendwie nicht. Da, Nägel. Nägel sind halbwegs sinnvoll. Einlederstiefel. Mitnehmen. Ansonsten, hier gibt es ja nichts drin, oder? Du schläfst, das heißt, mit dir kann ich nicht reden, wenn du aufstehst, oder? Oder bist du getriggert, dass du aufstehst, wenn ich mit dir reden möchte? Nein. Du bist einfach nur wachsam, gut. Offizier Rehmann. Oh. Hi. Neues? Wo seid ihr die letzten Monde gewesen? Ja, kennen wir schon. Neues? Wo seid ihr die okay, ihr habt Monde nichts Neues. Die ganze nur noch von diesem verrückt gewordenen Magister. 15 tote Novizen. Ich meine, Jeros hatte irgendwie seine Gründe, warum er verrückt geworden ist. Und dieses Rezept, was er da hatte. Ich weiß ja nicht, wie ich das craften kann, aber es könnte interessant werden. Ein Trank, der einen wahnsinnig macht, warum nicht? Eisenschwert. D. So. Oh Gott. Also. Es ist 7 Uhr morgens. Warum sind die alle müde hier? Ich meine nicht, dass die großartig irgendwas auf Uhrzeiten geben, die NPCs, aber trotzdem. Lass mich raten. Hier komme ich nach und nach einfach nur wieder zurück nach unten. Hier ist echt gar nichts. Oh. So ist das eben. So ist das eben. Okay, das ist mein neuer Lieblingssatz. So ist das eben. Yes. Oh, das könnte für mich interessant werden. Komme ich da hin? Hier lang? Ja. Wenn ich mich dazwischen stelle. Also optisch trifft er mich eigentlich. Madame? Ah, das ist eine Frau. Von tollwütig gewordenen Tieren, Horden auferstandener Gruften und dieser Grasse. Kennen wir alles. Geisteskrankheit mal abgesehen? Nein. Kennen wir alles. Holzfäller Axt. Okay, in der Kaserne gibt es absolut null. Nicht mal eine Quest gab es hier irgendwie abzuholen. Wo geht's hier hin? Ah, Kasernenviertel. War das Oma nicht das Kasernenviertel? Ja, oder? Oh. Entdeckt. Cool. 99 EP noch. Cool. Okay, hier ist schon wieder. Oh. Ram Drops unter 30. Aua. Stadtwache, Gardistin. Hm. Ja, toll, wo muss ich hier lang? Ja, hi. Ark, Festungsküche, Geselle. Warum ist die Küche abgeschlossen? Stadtwache. Stadtwache. Festungsküche. Mhm. Ja, sehr interessant hier. Gefängnis. Oh, Gefängnis könnte wirklich interessant werden. Vielleicht gibt es ja im Gefängnis irgendjemanden oder irgendetwas, was mir irgendetwas sagt. Hier sind eigentlich alle Gefängnisse in großen Hauptstädten immer rund aufgebaut. War das nicht in Einsamkeit auch so? Wahrscheinlich ist es Copy und Paste. Hi. Gerade hier müsste man ja eigentlich meinen, dass ich direkt rausgeschickt werde, aber ja. Die kümmert es einfach nicht. Es kümmert hier kein Schwein, ob ich jetzt im Gefängnis rumgammel und irgendwas machen würde. Ich meine, gut, im Endeffekt sollte ich was machen, können sie mich hier direkt einbuchten, hier von daher. Na
Manche Schichten gehen einfach. Dann müsste schon blöd sein, jetzt hier irgendwas zu machen. Käserad. Ja. Jetzt hier hin. Sieht wieder nach Unterkünften oder Vorratskammer aus. Besitztruhe. Dieb ist gut. Ah. Okay, es hat Klick gemacht. War ich eigentlich jetzt in Flussheim in dem Kerker? Ich glaube nicht. Oder? Doch, war ich. Stimmt. Das war dieser kleine Kasten. Wenn ich quasi gefangen werde, kann ich hier mein Diebesgut und meine Sachen wiederholen. Ich meine, was ist mal so wirklich im Ernst? Woher wissen die, was gestohlen ist und was nicht? Außer wenn ich jetzt aktuell was gestohlen hätte, was sie gesehen haben. Eigentlich dürfen sie das nicht wissen und... Das Licht ist ein bisschen falsch gesetzt, aber passt schon. Gibt's hier irgendwas? Gabel, nee. Deren Gabeln sehen übrigens komisch aus, mit zwei Spitzen. Laternen ist das. Achso, so komme ich nach unten. Benötigt einen Schlüssel. Mhm, Schlüssel. Schlüssel, warum sitzt da eine Frau drin? Was hat sie getan? Schlüssel. Ich kann nicht direkt öffnen. Warum kann ich eine Gefängnistür öffnen? Okay, es bringt absolut gerade gar nichts gefühlt, hier irgendwas zu erkunden. Das bringt echt gerade null. Ich sollte einfach jetzt die Quests machen, glaube ich, oder? Das Beste, was ich machen kann eigentlich. Und was ist hier? Achso, hier war das. Okay. Ja, ja. Jeder Raum, jedes Gebäude ist hier einfach nur ein Labyrinth. Hopp. Von den Stadttoren Axt könnt ihr gegen einen kleinen Preis ein Pferd erstehen, mithilfe dessen ihr schneller durch die Spielwelt reisen könnt. Ja, und wenn ich die eine Quest mache, kriege ich einen Esel geschenkt. Kann ich meinen Esel upgraden? Oh, das wäre geil, wenn ich meinem Esel irgendwie Vitaminpillen geben könnte, damit es schneller wird. Das hätte voll was. Mal versegne euch. Hochschmieden. Einen schönen Tag. Wenigstens jemand Nettes. Gut. Schmieden kann ich eh nichts, von daher ist das egal. Erzland. Warte, wo stehe ich jetzt? Karte. Ach so, ich bin jetzt ganz im Norden. Da ist aber keine einzige Quest. In der Kaserne ist nichts. Fremdenviertel ist nur Jasper. Draußen ist der Myradenturm. Myradenturm Ark Außenbereich. Okay. Nehme ich so hin. Im Endeffekt muss ich jetzt Richtung Südviertel, damit ich hier irgendwas reißen kann, oder? Ist ja nicht meine Eispranke. Wenn hier wenigstens eine Eispranke gewesen wäre, hätte ich es verstanden. Aber hier ist nichts. Null. Madame. So. Hauptsache, hier hängen auch Plakate und Werbung. Wegweiser. Ich soll den ja benutzen einmal. Okay, mache ich gleich. Ah, Fremdenviertel. Dann geht's hier wahrscheinlich, wenn ich auf die Karte gucke. Ja, das wird wahrscheinlich das Fremdenviertel sein, ganz am Anfang, wo ich reingekommen bin. Gut. Na, das ist ja eine Überraschung. Wohin des Weges? Zum Theater. Habt ihr es gehört? Zum nächsten goldenen Mond wird Ich liebte eine Frau der Skarak wieder aufgeführt. Oh, und das wollt ihr sehen? Habt ihr nicht gehört, was Pater Torrental auf der letzten Messe gesagt hat? Der Klerus befindet die... Wie soll ich sagen, die Nachricht des Stückes für befremdlich, um nicht zu sagen wegelos. Wieso denn das? Das Stück stellt die Skarak fast schon als Helden dar. Von ihren barbarischen Riten ist da nichts zu hören. Derlei Schund bringt uns nur auf wegelose Gedanken, meinte Torrental. Oh, das wusste ich nicht. Dann werde ich es nochmal überdenken. Ich muss jetzt aber auch weiter. Schreitet wohl, man sieht sich. Schreitet wohl. Das Adelige, sich sowas mal überlegen, ist klar. Krieg, Verlorene und Chaos überall. Ich habe schon immer gewusst, dass es mit unserer Welt... Den Text kenne ich schon. Zu wenig Wissen, was sagst du? Zu viel was? Okay, du sagst was. Ah, Friedhofsteine. Kann ich da Texte lesen? Nee, kann ich nicht. Novize Elia.
Manche Menschen. Siezen Elia. Warte, Elia. Moment, halt. Halt, halt. Siezen Elia. Hab dich. Alles in Ordnung? Was? Was ist los mit euch? Ist alles in Ordnung? Natürlich ist alles in Ordnung. Das hier ist ein Friedhof. Das ist ein Grab und ich knie davor. Mir könnte es nicht besser gehen. Verzeiht. Das richtete sich nicht gegen euch. Ich weiß einfach nicht, wo mir der Kopf steht. Wessen Grab ist das? Wer liegt dort begraben? Meine Schwester. Gidea. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber es gab diesen Zwischenfall im Tempel. Der rote Wahnsinn. Mittlerweile habe ich es ein paar Mal gehört. Magister Jero. Dann habt ihr davon gehört. Meine Schwester. Sie war auch Novizin wie ich und sie... Wisst ihr, sie hatte diesen Jungen kennengelernt. Er war schaffenden Pfades. Und weder unsere Eltern noch der Heilige Orden hätten es gestattet. Mir hat sie sich anvertraut. Sie hatte vor, mit ihm durchzubrennen, wie in den Badenliedern. Ich habe gesagt, dass es unser Pfad sei, dem Orden zu dienen und dass ihn zu verlassen Sünde wäre. 3 Tage später ist es passiert. Ist bei Jeros Tat umgekommen und gibt euch die Schuld, richtig? Ihr sagt das, als wäre es ungerechtfertigt. Aber es ist so. Ohne mich wäre sie jetzt in Dünenheim und würde ein neues Leben aufbauen. Ich bin schuld daran, dass sie an diesem Tag zur Lehrstunde erschienen ist. Egal, wie ich es mir versuche, zurechtzureden. Es ist die Wahrheit. Ja, kann man jetzt drüber streiten. Sie hätten vor den Toren der Stadt genauso gut von Banditen überfallen werden können. Niemand hätte das kommen sehen können, auch ihr nicht. Wenn etwas schuld ist, dann der rote Wahnsinn. Ja, komm, eigentlich ja. Realist wäre mit Banditen, aber verärgern wir sie mal nicht. Das ist leicht für euch zu sagen. Naja, ich sollte zurück zum Tempel. Danke für eure Worte. Beendet die verschollene Vizin Ilian Arquin und überzeugen Tempel zurück zu gern Magister Rogan von der Rückkehr. Ich soll jetzt echt nochmal... Oh, nee, leck mich. Ich soll jetzt ganz wieder in den Tempel oben rein, nur um dem Bescheid zu sagen. Och. Ach, komm, warum? Und hier sind relativ wenig Gräber, möchte ich anmerken. Also im Verhältnis gesehen. Kann ich ja nicht... Wieso kann ich eigentlich hier im Friedhof keine Gräber schänden? Ich kann irgendwelche Wildgräber schänden, die draußen in der Pampa liegen. Aber nicht welche, die hier schön angelegt sind. Ark, Gruft. Okay, da können ein paar mehr sein. Will ich in die Gruft, ist die bessere Frage. Möchte ich mir das antun? Erstmal will ich die Truhe hier öffnen. Einzelteile, Fackeln könnt ihr behalten. Wobei ich aus Fackeln bestimmt Holz gewinnen könnte. Macht aber auch keinen Sinn irgendwie. Ark Malfas Tempel. Wobei, halt, Moment. Ah, ich habe eine Idee. Moment. Wo ist der Wegweiser hin? Hier war doch gerade einer. Da. Wegweiser interagieren. Ark Sonnentempel. Aha. Und dann müsste ich eigentlich auch am Wegweiser jetzt rauskommen, oder? Hier ist kein Wegweiser. Aber okay. Passt schon. Sonnentempel, Chronikum. Dann lass die Quest bitte zu Ende sein. Bitte lass sie zu Ende sein. Bitte. Ich finde schön, dass du genau vor mir spawnst, wenn du mit mir gleichzeitig reingehst. Passt schon. Ich habe Elia gefunden. Sie war auf dem Friedhof beim Grab ihrer Schwester. Ich schätze, ich sollte etwas Nachsicht walten lassen. Hier, das sollte euch für eure Zeit entlohnen. Jetzt entschuldige ich mich, wir haben eine Menge zu tun. Ich will nur die EP, Geld ist mir egal. Okay, 150 Groschen ist mir doch nicht egal. 150 für den Botengang, von mir aus, okay. Momentan kommt mir das Gold sogar ganz gut zunutze. Aber nur momentan. Ich bekomme ja irgendwie noch keine Zinsen, großartig. Achso, apropos, deren Punkt immer noch 5. Und die Sonne steht schon relativ weit oben. Oder ist jetzt erst ein Tag vergangen? Ich glaube, ich schnappe gleich im Bett und teste einfach mal die 24 Stunden da skippen. Ja, und wo ist jetzt hier der Wegweiser? Ich sehe hier keinen Wegweiser.
Also ich kann zum Sonnentempel mit mir den Weg weisen lassen und mich teleportieren. Ah, da ist er. Okay. Hab nichts gesagt. So. Ich war gerade Fremdenviertel, Marktplatz, Haupttor, Südviertel, Miradenturm. Nee, will ich noch nicht hin. Adelsviertel, Hafen, Sonnentempel, Kaserne. Hauptkaverne. Achso. Kaserne oder Adelsviertel? Kaserne. Sollte ich eigentlich an dem Einwegweiser rauskommen, wo ich gerade war? Eigentlich. Ja. Bisher sind wir auch nicht. Benutze den Wegweiser. Achso, ich musste sogar den Sonnentempel nutzen. Andere zählen nicht. Okay. Gut zu wissen. Gut, dann kann ich hier weiter in die Richtung erkunden. Bitte geht weiter. Gibt's wohl irgendwas in der Gruft? Also Gewölbe oben gab's was. So, ein Handwerkspunkt wäre ganz nice eigentlich. Zumindest ein kleiner. Ein kleiner Punkt. Dann kann ich jetzt nämlich einen Silberschwerter craften, eventuell. Oh. Ja, ich habe nicht gedacht, dass die Gruft dunkel ist. Hätte ich aber erwarten müssen, oder? Spawn. Leute, wir sind hier mitten in der Stadt. Warum spawnt ihr hier? Fleischloser Verlorener. Okay, das ist ein Verlorener mit... Er hat aber auch kein Fleisch mehr, so wirklich, oder? Fleischlose Verlorene sind Skelette und Verlorene sind Trocke. Okay. Erwachter, oh Gott, erwachter Verlorener. Hallo? Was? Ja, gut. Ihr macht doch mehr Damage als gedacht hier unten. Oh fuck, die haben mich ja... Aua, was war das denn jetzt? Die bemerken mich ja hier alle. Leute, das hier ist Stadtgebiet. Warum seid ihr hier alle? Warum ist die Tür nicht verriegelt? Und gegen wen soll ich zuerst kämpfen? Erwachter Verlorener. Hilfe. Ihr gebt bestimmt teilweise gut EP. Ey, das kann ich nicht denken. Habe ich meine Rüstung überhaupt angelegt? Ja, habe ich. Nee, danke. Okay. Ich gehe doch noch nicht zur Gruft. Wenn ich jetzt rausgehe, kommt die eigentlich hinterher und gammelt in der Stadt rum und die Wachen... Hätten die Wachen werden sauer auf mich, weil ich die rausgeholt habe? Irgendwie sowas. Versteckte Hinweise, achso. Oder man liest es aus Versehen im Wiki. Hä? Okay, das macht jetzt keinen Sinn. Okay, dann einfach neu laden und gar nicht erst kämpfen. Ich habe jetzt keinen Bock, die ganze Zeit die Kampfmelodie zu haben. Trinken ab. Achso, ja gut. Und wieder raus. Wieder Ladescreen. Hätte ich mir sparen können, eigentlich den Gang da rein. Ich hätte auch gedacht, dass jetzt in der Stadt so starke und rote sind. Andererseits Ratten, die 150 EP geben oder Elemente, die 300 geben. Ich fand die hier jetzt schlimmer als die Elemente, geht muss ich weiter. Sagen. Bitte geht weiter, du willst mich also nicht in deiner Umgebung haben. Gut. Akzeptiere ich. Ich gehe jetzt in den Malfas-Tempel. Zumindest hält sie es mit den Göttern bisher in Grenzen. Offenbar hier Kontinent seinen eigenen. Madame? Bürger. Du sprichst nicht, okay. Bürger, Jäger, Bürgerin, Sternviertel. Schreitet wohl, mein Kind. Wie kann ich euch helfen? Ach so, heil. Lasst mal sehen. Ja, das ist kein Gebrechen, was die Licht... Malfas segne diesen Körper. Okay, du bist das gleiche wie der Typ in Flussheim. Gut. Schenke ihm Lebenskraft. Oh, Mioga Eisenwurt. Du bist in der Kirche. Möge dein Licht ihn leiten. Okay. Von mir aus. Kochstelle. Kann ich was aus Bananen machen? Archaisch vegane Suppe.
Kohl, Kartoffel, Lauch, Tomate. Also 3 Punkte. Lohnt sich irgendwie nicht. Jetzt nicht Ausdauer, 20 Punkte Leben wieder her. Ah, braucht Salz. Okay, nee. Kartoffelsuppe. Immer. Ja. Also aus Bananen kann ich nichts machen. Gut. Good to know. Bananen sind unnütz. Kann ich? Kann ich. Wurde ich entdeckt, während ich ihn geklaut habe oder nicht? Es sagt keiner was, von daher. Ich gehe mal davon aus, ich bin jetzt safe mit dem Trank. Gibt es dahinter wohl irgendwas? Mich sieht ja keiner, von daher. Okay, wow. Ihr habt nichts gehört und gesehen. Kleiderschrank, feiner Mantel. Wahrscheinlich gibt es hier drin auch nicht mal was, oder? Hier gibt es nicht. Oh, hier gibt es echt nichts. Wow. Edle Schuhe. Das war eine Verschwendung eines Dietrichs. Boah, toll. So. Gut, hier ist Friedhof immer noch. Okay, da oben würde ich auch rauskommen. Halt, gibt es da oben sonst noch was? Ah. Stahlhelm, Holzplatte. Becher. Ruhe durchsuchen. Roter Apfel. Und da geht's wieder rein. Gut. So, hier sind noch mehr Grabsteine. Ist aber egal. Wo geht's hier denn hin? Oh. Hauptsache, hier ist jetzt wieder so ein magisches Symbol versteckt. 70 EP, nice. Und hier frage ich mich wieder, wer hat das bitte schön designt? Also sowohl der, ja, derjenige, der dieses Abteil der Map generiert hat, als auch derjenige, der das allgemein in der Welt designen musste. Also der Architekt der Welt. Wieso? Rucksack. Lesung. Feuerblitz Rang 2. Oh. Teleport nach Ark. Skelett. Hauptsache, die räumen ja das Skelett auch nicht weg. Ich könnte mir nicht sagen, dass keiner so neugierig ist und da reinguckt. Arbeiter. Fragst du was? Nee. Ihr sagt einfach gar nichts. Ist okay so. Fremdenviertel, das wird wahrscheinlich auch wieder der Anfang sein. Weil ich habe in jede Richtung irgendwie was. Marktplatz, ja. Auch der Marktplatz. So, nebenbei Inventar gucken. Nee, immer noch 5 Lernpunkte. Eigentlich, ja gut, dann wird wahrscheinlich echt erst ein Ingame-Tag vergangen sein. Geschlafen habe ich nicht in der Nacht. Von daher kommt das zumindest so gesehen hin. Stadtwache. Haus der Schauspieler. Okay, rein da. Also Schauspieler dürfen im Adelsviertel leben. Aber sehr spärlich, offenbar, okay. Schreitet wohl. Ach, ihr seid doch aus Kyra, nicht wahr? Eure Haut, sie ist, naja, anders. Warte, Moment. Erst komme ich aus Nerim, jetzt komme ich aus Kyra. Also ich glaube, ich bin kyranischer Herkunft. Wohnte in Nerim, in Ostian und war in irgendeiner Sekte. Okay. Das ist mir zu viel. Warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Nerim. Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Ist es wahr, dass ein Kind auf Kyra mindestens 5 Väter und 4 Mütter hat? Das hat ein alter Matrose mal. Den Text kennen wir schon. Warum sagt ihr das gleiche wie jemand anderes im Fluss sein? Benötigt einen Schlüssel. Okay, habe ich nicht. Warum brauche ich eigentlich. Es geht mir schon genauso wie in Dark Souls. Ich finde Türen und kann nicht rein. So, versteckt.
Ist nichts drin. Wahrscheinlich sind hier nur die Nebendarsteller untergebracht, oder? Bestimmt. Ich meine, die haben sich ja nicht mal die Mühe gemacht, die Steine von außen abzuhauen, um dann eine richtige Wand zu machen. Weil wenn, ja gut, wenn die sauber gemacht sind und komplett von Insekten befreit sind, dann hätte das was. Aber ansonsten wäre das ziemlich eklig. So. Ansonsten, hier ist auch nichts mehr draußen. Ach, draußen sage ich schon. Drin. Wieder 2 Minuten meines Lebens verschwendet. Gut. Und ich merke gerade, Moment. Ach ja. Boah, so. Ach ja. Ach so, das ist gerade. Hier vorne kam ich mit. Oh, jetzt muss ich nochmal. Ja. Es juckt. Es kitzelt. Das ist da vorne ein Bettler im Adelsviertel. Ja, da kannst du lange warten. Wachturm. Der Turm da hinten schwebt, okay. Da komme ich wieder zurück zum Marktplatz, oder? Von da kam. Ja, von da kam ich. Glaube ich. Wieso ist hier schon wieder ein Schafott? Bisschen tief, oder? So, Wachturm. Vielleicht gibt es da drin ja irgendwie eine Eispranke. Hopp. Das nicht, aber irgendwelche drin gewütet. Okay, und das war nicht ich. Tränke nehme ich mit. Papierrolle brauche ich nicht. Ich kann mir nicht mal nach oben. Oh, Münzhaufen. 70 Groschen. Jesus. Okay. 70 Groschen sind nett. Schreite. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ja, das sieht nach Marktplatz aus. Dann kam genau hier. Stimmt, hier ist er hochgerannt. Und wo ist er dann? Dann ist er rechts rum dann gerannt, oder? Genau, dann ist er rechts rum gerannt wie so ein Bekloppter. Wachturmlehrling. Warum kann ich in den einen Wachturm rein, den anderen nicht? Moment. Was verstecken die hier? Was? Was? Ich kann hier keiner gesehen haben. So. Nochmal testen. Ah. Hat keinen Sinn gemacht. Da. Ruhe. Einzelteile. 5 Stück. So. Groschenbeutel. Groschen. Einzelteile. Bücher. Aufbruch. Aha. Warte, der Aufbruch. Bücher. Ich hab Farbprofil. Ich glaube, das habe ich noch nicht. So. Gut. Da ist nichts. Kann ich jetzt einfach sicher wieder rausgehen oder werde ich direkt da draußen verhaftet? So. Nobelkiste. Ach, du hast mich vielleicht gerade gesehen, kann das sein? Nichts. Ack, Fitzei, Knobelkiste. Da rein? Oder will ich da nicht rein? Knobelkiste. Klingt nach Spelunke zum Geld verprassen. Malfass zum Gruß. Ja, ja, Malfass zum Gruß. Was hast du hier? Alter Dyna. Der leuchtet irgendwie. Irgendwie will ich ihn haben. Zeig mir eure Ware. Ich bin mir sicher, ich habe, was ihr braucht. Oh, okay. Sternlingsfall. Heile mit. Was nochmal auf 5 das Stück? Verdammt. Alte Sternlingshandschuhe. Die sind. Die wiegt aber auch ganz schön was, okay. Pyräischer Helm. Pyräischer Schild. Rolle, Teleportrollen. Relativ günstig sogar. Ja, komm, kaufen wir eine nach Ark. Noch eine nach Ark. Noch 2 nach Flussheim.
Der Rest ist mir erstmal egal. Okay, Handwerksbücher. Handwerkskunst. Geselle brauche ich. Wie viele davon habe ich? Weiß ich nicht. Ich kaufe erstmal 4 Stück. Turek brauche ich momentan nicht, weil ich Dingens hochbringen möchte. Wobei. Ich weiß auch nicht, wie viele habe ich denn davon. Moment. Buch. So. Genau. Stimmt. Nein, komm. Ja, das ist so blöd gemacht. Einhandkampfgeselle. Ja, Einhandkampf habe ich hochgebracht. Fernkampf brauche ich momentan nicht. Handwerkskunst habe ich 8-mal. Das reicht. Gut. Ich habe es jetzt auf 33. 41. Wenn ich jetzt noch eins kaufe, dann bringt es auf 42. Okay. Rhetorik. Bin ich auf jeden Fall auf Geselle. Von daher kann ich es kaufen. Schlösserknacken brauche ich nicht. Verzauberung. Jetzt hätte ich die Frage, wenn ich Verzauberung mache, ob dann allgemein meine Verzauberungen besser werden. Das wäre nämlich interessant. Mittlerweile Handwerk. Craften oder verzaubern? Das ist halt immer so eine Sache. So. Einhandkampfgeselle. Die habe ich im gerade verkauft, genau. Meister. 1200, oh Gott. Ja, die 3% von meiner Kappe lasse ich jetzt mal egal sein. Lichtmagie. Schleichen. Suche ich eigentlich gerade nochmal. Schwere Rüstung, genau. Geselle. Kann ich mir nicht leisten, okay. Dann hätten wir das sowieso hier schon mal. Gut. Möge sein Licht. Moment. Das Stahlsachen oder nicht? So kriege ich nicht anvisiert. Alter Sternlingshelm. Kann die nicht anvisieren? Ist das blöd? Die leuchten alle so. Ja, ich finde es schön, dass du. Ich finde es schön, dass du mir wenigstens folgst. Okay, er verfolgt mich. Okay. Das ist interessant, dass er mich verfolgt. Gibt es hier irgendwas, das ich noch wieder einschmelzen kann? Metallstück eines alten Volkes. Das kann ich nicht kaufen. Ich würde meinen Dynamus gerne klauen, aber dann muss ich über Nacht einbrechen, glaube ich. Ich meine, ich könnte jetzt auch die Sachen in irgendeine Ecke werfen und schnell einsammeln, wenn er nicht hinguckt, aber. Ach ja, das mache ich. Mit Büchern mache ich das, aber. Mit solchen Sachen dann eventuell nicht. Wäre ein bisschen zu sehr gecheatet, in gewisser Weise. Aber die Mechanik erlaubt es theoretisch schon daher. Manche Menschen wissen einfach nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Aha. Celina Sturmhaut. Spricht nicht. Geht weiter. Amira Erbgoff. Was? Spricht auch nicht. Fluffy. Den Fluffy, den ich kenne, der hat eindeutig. Also ich kenne zwei Fluffys. Einmal den Fluffy mit 3 Köpfen und einmal den Fluffy, der mich aufessen wollte in Dark Souls 2. Beide sind Monster. Wobei der mit 3 Köpfen, der könnte zumindest. Achso. Der mit 3 Köpfen ist zumindest. Hier bin ich nicht lang gekommen. Moment. Ach. Hier war ich absolut gar nicht mit ihm eigentlich. Oder? Bin ich nicht da oben mit ihm lang gerannt? Wir kamen von da. Hier kamen wir hoch, genau. Dann ist er hier hochgerannt, okay. Da wäre das nämlich. Und da war ich gerade lang. Gut, stimmt. Schreitet wohl. Ach, Ist das die gleiche Schauspielerin? Kyra, ja, es ist, okay. Eure Haut. Herpetum Theater. Mhm. Anders. Da komme ich nicht hoch. So. Ja. Oh, ja. Sinnlich, wie die süße Sünde. Verführen Sie mich mit kecken Reizen. Mmm, lecker. Schmeckt wie Kirsche.
Hirschen. Komm ich da irgendwie hoch? Wie sie die Brüste an mich reiben, bringt mein Poetenherz zum Leiden. Weh, weh, weg, weg, weg. Sie schürzt die Lippen tief und rot, durchtrieben das Spiel, welch tiefe Not. Ah, brachiale Lust. Mit starkem Willen, kaum noch Kraft, hab ich's dann schließlich doch geschafft. So tiefsinnig, mein Prinz. Hymne des Wüstenkönigs. Eine neue Interpretation des Werkes von Adreu von Mitt. Düster wie die Sonne, hell wie die Nacht. Tausend kleine Schauer ergießen sich auf meinem Leib. Okay, der Typ gibt... Wow, was zum Teufel geht denn jetzt ab? Warte, was? Jetzt hänge ich hier fest. Cool. Wo habe ich gespeichert? Okay. In den Fesseln der Lust. Ja, ja. Gelesen von dem Dichter. Einst stand. Ach so, okay, der hat echt von Anfang an. Oh Gott, nee. Belfi Wittgen. Ach, ihr seid doch aus Kyra, nicht wahr? Eure Haut. Sie ist. Naja, anders. Warum fragen mich das eigentlich alle? Und meine Haut ist weiß. Ich hab mich eigentlich... Eure Haut ist anders. Wie möchte die meine Haut gesehen haben? Ich bin weißer als sie. Daran liegt's nicht. Novize, Magister. Ah, Bibliothek. Aha, okay. Malfast zum Gruß, Madame. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Ja, ich suche ein Buch. Sag mal, was ihr habt. Könnt ihr mir das über den Schlechter von Ark... Oh. Okay, jetzt geht's um Bücher, die ich gelesen haben sollte bis jetzt. Oder allgemein Bücher kaufen. Aber gerne doch. Ach Gott, ich muss echt die Bücher... Wieso muss ich in der Bibliothek die Bücher kaufen? Was Sinn? Eigentlich nicht. Gut, diese Helden, die kosten noch nicht viel, von daher. Das Chaos, Offenbarung, Aufbruch Hungertage, Verlorenen, Starke, die Ankunft, Fundament, Elementarismus, Ionik. Oh, die kosten schon mehr, okay. Und wieder reintappen. Na, ja, komm. Gut. Zauberbuch Elixier, Rang 3. Nee. Nicht so eins bekommen gerade. Feuerblitz Rang 2 habe ich auf jeden Fall bekommen. Ah, ne, ach, das ist mein Inventar. Oh. Okay. Der Verrat. Der Orden. Alchemistische Aufbeutung der. Was? Kristallqualle? Ach, kann ich mir nicht leisten. Bericht eines unbekannten Reisenden. Spatzunge, den Mann 4 habe ich noch nicht, was weiß ich. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber hier ist nicht das Buch, Ende offen Aufruhr. Das Buch, was ich suche, hat er nicht, oder? Handbuch der Träume und Visionen. Landschaften Enderals. Pulverwüste Goldenforst. Lyrische Ergüsse, Poesie, Nacht, Wind. Warte, was für ein Buch? Ach, das Buch liegt da hinten. Ah, okay. Ja, komm. Schlechter von Ark, komm. Erzähl uns was drüber. Ihr habt Teile seiner Autobiografie gefunden, was? Packt die Bücher bloß nicht aus. Ich will sie gar nicht erst sehen.
Was ist so schlimm an diesen Büchern? Hätte ich sie gelesen, wüsste ich es bestimmt. Sie haben mir ziemlichen Ärger eingebrockt. Ich hatte mal einen Assistenten, der die Bände unter der Hand verkaufte und sich damit eine goldene Nase verdiente. Fast wäre ich selbst in der Unterstadt gelandet, als es rauskam. Die Bücher sind verboten, wieso das? Als der Orden vor einem halben Jahrhundert nach dem Tod des Schlächters an das Manuskript seiner Autobiografie kam, dachte man sich, dass das doch wieder eine schöne, weglose Geschichte sei, mit der man die Bürger auf den rechten Pfad bringen konnte. Abschreckungseffekt, böses Exemplum, ihr wisst schon. Am Ende des letzten Bandes wurde noch ein Nachwort angefügt, mit dem gleichzeitig der Großteil der ganzen Geschichte als Spinnerei abgetan wurde. Allerdings waren die Zusätze vom Orden nicht besonders überzeugend und klangen unglaubwürdiger als die Aufzeichnungen vom Schlächter selbst. Die Sache ging gewaltig nach hinten los. Oh. Die Bücher wurden ein riesiger Erfolg, aber die Leute waren eher fasziniert als abgestoßen. Man sprach lieber über die 10 Bände des Schlächters als über die 12 Bände des Pfads. Balladen über den Schlächter gehörten zu den meistgewünschten Liedern bei den Barden. Und es gab Nachahmer, die Bluttaten nach dem Vorbild der Bücher verübten. Okay, es gibt 10 Bücher, gut zu wissen. Hat sich der Orden das lange mit angesehen? Nicht allzu lange, aber es waren schon einige Jahre. Eine der ersten Amtshandlungen der Trucessa, nachdem Großmeister Arantial ihr die Leitung des Ordens übertragen hatte, war es jedenfalls, die Bücher zu verbieten, zu beschlagnahmen und zu vernichten. Aber man kann immer noch vereinzelt Exemplare finden? Natürlich. Bei solchen Maßnahmen werden nie alle Bücher gefunden. Wo könnte ich noch welche finden? Als ob er mir das jetzt sagt. Jedenfalls nicht bei mir. Sucht, wenn ihr suchen wollt, aber bitte, lasst meinen Namen aus dem Spiel. Ich habe mir schon genug den Mund verbrannt. Ihr wisst ja jetzt, dass es illegal ist. Und seid gewarnt. Nicht nur der Orden sieht es ungern. Es gibt auch andere, die großes Interesse an dem Schlechter haben. Das originale Manuskript ist damals gestohlen worden. Und 2 Gardisten mussten bei dem Raub ihr Leben lassen. Das originale Manuskript? Ja, die Handschrift des Schlechters selbst. Die Diebe, oder eher ihre Auftraggeber, haben sich wohl erhofft, darin eine Passage zu finden, die in den gedruckten Werken als fehlend angegeben war. Doch die war im Original tatsächlich nicht dabei. Jetzt wirklich genug davon. Das Wichtigste. Ihr wisst, dass ihr euch auf gefährlichem Terrain bewegt, wenn ihr weiter nach dem Schlechter forscht. Alle Bände Schlechters von Ark lesen. Das ist auch wieder so eine Quest. Oh. Sammle ich halt die Originalexemplare ein irgendwo in der Welt? Das wär's doch. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Blende Schiffe habe ich. Nein, kannst du nicht. Ich will nur das eine Buch da hinten haben. Erzählung der Schütze aus der Steppe. Okay, schnell. Der Wanderer bricht von einem Bogenschützen seine Kunst mit Elementarmagie verbannt. Fehlen. Ich muss die irgendwann mal alle lesen. Leeres Pergament. Die Bücher in Skyrim habe ich nie gelesen, großartig. Aber irgendwie hier will ich es irgendwie lesen. Weiß nicht warum. Irgendwie reizt es mich hier, die Bücher zu lesen. Setzen. Mondscheinballaden. Ihr durchblättert den Gedichtband, es dauert nicht lange, da werdet ihr fündig. Auf der letzten Seite befindet sich ein Hinweis. Rechts, unten, links, oben. Okay. Ich hätte mich bestimmt nicht mal hinsetzen müssen. Ich finde es auch schön, dass der Marker auf dem Buch da ist. So. Truhe, stehlen. Ist nichts drin. Gut. Tor, Experte öffnen. Was versteckt er da? Wahrscheinlich sucht er insgeheim wirklich die ganzen Wände. Irgendwie sowas. Warum muss ich die Bücher kaufen, obwohl es eine Bibliothek ist? Ich dachte, ich kann mir die ausleihen. Mit ausleihen meine ich klaue sie mir und gebe sie nie wieder zurück. Irgendwie sowas. Malfast zum Gruß, Madame. Kann ich euch für meine erlesene Bücherauswahl begeistern? Diesen Bug verstehe ich bis heute nicht, warum NPCs auf einmal damit nach draußen kommen. Das verstehe ich einfach nicht. Gut, dann sind wir hier hochgegangen. Ich gehe jetzt erstmal den Weg lang, den wir kennen. So viele fremde Gesichter. Na, das ist doch schön.
Okay. Schreitet wohl. Immerhin ein Adliger, der fremde Leute, ja, mag, erwünscht, keine Ahnung. Da unten will ich nicht nochmal rein, da fliege ich nur irgendwie unter die Brücke. Da ist eine Ente. So, genau, und dann sind wir hier lang gerannt. Oder erst lang gerannt. Hallo, Wache. Und dann komme ich quasi da, wo ich vorhin war. Genau. Gut. So. Gab es im Altzettel noch irgendwas? Bestimmt, oder? Und ist eigentlich eine Wasserrutsche? Hui! Naja, einigermaßen. Ah, das ist ein Ente da vorne, okay. Bettlerin husten. Ah. Wieso gibt eigentlich mal ich Bettlern irgendwie Groschen? Ich bin selber gerade relativ blank. Oh, das sieht nicht mal gut aus. Oh. Einen Obolus. Der Herr wird es euch vergüten. Ist die gleiche wie von draußen? Wahrscheinlich, da ist die Groschen. Danke. Ihr seid ein wahrhaft guter Mensch. Naja, bin ich. Ich bin ein guter Mensch, wenn es ums Heucheln geht. So. Vielleicht bringt mir das ja irgendwann nochmal was. Arc Mirales Alchemie. Alchemie, ja. Alchemistenglück. Es gibt offenbar doch ein paar mehr gleiche Läden. Nur halt für die verschiedenen Dörfler quasi. Städter. Ich verstehe euren Aufruhr, Madame. Aber dennoch. Derzeit kann der Orden keinen einzigen Hüter für die Suche nach einem wegelosen Ketzer entbehren, richtig? Das habe ich so nicht gesagt. Aber gemeint. Wisst ihr was? Ihr solltet euch schämen, allesamt. Als ich jung war, hat es noch etwas bedeutet, Hüter oder Hüterin zu sein. Aber ich schätze, diese Zeiten sind vorbei. Kann ich euch sonst noch irgendwie helfen? Okay, ich rieche eine Quest. Hi. Mirella Göttertrank. Hm? Was? Nicht so zickig, Madame. Ich habe eure Auseinandersetzung mit dieser Hydra mitbekommen. Beschäftigt euch etwas? Ach, ob mich etwas beschäftigt? Lass mich mal nachdenken. Ja, nämlich, dass sich der Heilige Orden, seit dieser Arantial wieder die Zügel in der Hand hält, mehr für irgendwelche pyräischen Ruinen interessiert als die Bürger dieser Stadt. Verzeiht, das hätte ich nicht sagen sollen. Es ist nur... Ach, egal, ich muss weiter. Geht ruhig weiter. Doch bin ich parteilos hier. Wartet, vielleicht kann ich euch ja helfen. Ich komme viel herum. Ach was. Nein. Ich weiß euer Angebot zu schätzen, aber das wäre zu gefährlich. Das wäre eine Mission für einen Hüter gewesen, aber die sind ja zu beschäftigt damit, ihre Rüstungen zu polieren. Glaubt mir, ich weiß mich zu verteidigen. Ach je. Na schön, wer bin ich, eine helfende Hand zu sabotieren? Ich vermisse jemanden. Und das nicht im übertragenen Sinne. Meinen Sohn. Meinen einzigen. Mein Beileid, was ist mit ihm geschehen? Es ist kompliziert. Ist euch die Bruderschaft der Chor ein Begriff? Nö. Nicht direkt, nein. Verstehe. Dann seid ihr wohl noch nicht so lange in dieser Stadt. Die Bruderschaft der Chor waren Wegelose. Ketzer würde der Orden sie nennen. Sie dementierten die Göttlichkeit der Lichtgeborenen und beteten stattdessen zu irgendeiner barbarischen Gottheit namens Chor. Am Anfang hat man sie verspottet. Aber dank ihres Anführers und dessen Talent, verirrte Seelen mit seiner Ideologie zu verpesten, konvertierten immer mehr und mehr Arker, gerade Oberstädter, zu dem Kult. Unter anderem mein Sohn, Rukas. Ich weiß nicht, wo ich als Mutter versagt habe. Viermal die Woche bin ich mit ihm als jungen Burschen zur Messe gegangen und habe ihn stets von schädlichen Einflüssen ferngehalten. Mädchen, Jungen, ihr versteht schon. Und das war das Problem. Aber scheinbar war das nicht genug. Er war einer der Ersten, die konvertiert sind und dieses alberne Gelübde abgelegt hat. Und dabei ist er noch keine 20 Winter alt. In manchen Belangen ist man als Älter wohl einfach machtlos.
älter. Eltern, älter. Es gibt echt die mehr, die Einzahl von Eltern. Älter. Ein älter. Ein Elternteil. Hm. Wo ist der Mann von der Dame? Find's auch wieder interessant. Der Körper hier komplett straff. Eventuell, keine Ahnung, sexy gehalten und dann das Gesicht alt und verschrumpelt. Aber von mir aus. Was für ein Gelübde hat er abgelegt? Ein Schweigegelübde. Und jetzt fragt mich nicht nach dem Warum. Es hat irgendetwas damit zu tun, dass die Chor wohl glauben, dass Sprache den Verstand verdirbt. Irgendein wegeloser Unfug eben. Okay, ich verstehe. Und wo sind diese Chor jetzt? Das ist das erste Mal, dass ich von diesem Kult höre. Ja, weil der Orden sie, Malfas sei Dank, vor einer Weile aus Ark verbannte. Traf sich aber scheinbar ohnehin ganz gut, weil irgendeine ihrer Seherinnen wohl kurz davor eine Vision hatte von irgendeiner Insel im Roten Meer bei Dünenheim. Tja, und da sind sie hingegangen und haben eine kleine Siedlung dort gebaut, vor jetzt gut 5 Wintern. Rukas mit ihnen. Und seither habt ihr nichts mehr von ihm gehört? Nein, nichts. Aber natürlich wollte ich wissen, wie es um ihn bestellt ist, und deshalb habe ich jeden Mond einmal einen Myradenwärter bezahlt, die Insel zu überfliegen und sozusagen nach dem Rechten zu sehen. Und jetzt kommen wir auch dem Ursprung meiner Sorge näher. Seit 3 Wochen ist die Insel wie ausgestorben. Kein Lebenszeichen mehr. Wenn das mal keine 4-Sterne-Quest wird. Und deshalb wolltet ihr, dass der Orden dort nach dem Rechten sieht? Gut, ich werde mir diese Insel einmal ansehen. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Und wenn ihr Rukas findet, soll das nicht zu eurem Nachteil sein. Darauf habt ihr mein Wort. Ich rieche Alchemistenbücher. Ich will doch einfach nur wissen, ob es ihm gut geht. Wegelosigkeit hin oder her. Er ist mein Sohn. Naja. Ach ja. Sprecht am besten mit dem Myradenwärter im Südviertel. Er kann euch sicherlich in der Nähe des Dorfes absetzen. Ich werde in meinem Laden sein. Okay. Die Bruderschaft der Chor. Mit dem AK Miradenwetter Jonas sprechen und Passage zur Insel der Chor erbitten. Waren das 3 Sterne? Ja, 3 Sterne, okay. Also genauso hart wie Hieros, und das war schon wirklich hart. Aber hier gibt's auch nichts mehr, oder? Oh, was ist denn hier? Oh, Meisterschloss, okay. Gut. War nichts großartig geschafft jetzt in der letzten Stunde. Wollte bis 18:30, jetzt haben wir es 18. Passt ganz gut eigentlich. Die halbe Stunde wird jetzt auch nichts mehr bringen. Von daher stelle ich mich jetzt hier hin, speichere. Mache hier eine Pause und mache eventuell nachher nochmal weiter. Mal schauen. So. Verlassen, Desktop. Ja. Und? Seht ihr irgendwas? Kann ich... Sobald ich Enderal schließe, kann ich nichts machen. Ich check's nicht. Es ist aber nur mit Enderal so. Jetzt mal gestern hatte ich keine Probleme. Ich sehe es einfach nicht. Egal. Ciao.